Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. So, in der letzten Folge haben wir diese Hardcore-Strecken hier gebaut, wobei ich nie immer sicher bin, ob das da jetzt gerade so nötig war unbedingt. Ich werde jetzt hier noch irgendwie so ein, zwei Straßen einbauen. Ich weiß noch nicht genau, wie wir das am besten hier machen. Weil immerhin ist es ja hier so ein... Also ich will es auf jeden Fall an derselben Straße anschließen. Die Frage ist, ob man sagt, okay, man baut jetzt hier so irgendwie runter, dass das hier gerade runter geht, so. Dass das halt dann hier so, ja, kleinere Wohngebiete sind. Habe ich jetzt aber jetzt schon verkackt. Also auch im Grunde, dass das jetzt nicht so ist, dass wir bis... So. Und vielleicht hier noch so einen kleinen Abzweiger. So. Dann haben wir jetzt hier so kleinere Sachen. Und hier halt wieder ein bisschen größer. Oder man kann das hier auch alles groß machen wahrscheinlich, oder? Ja, das geht sich auch aus. Wassergleichanschluss haben wir ja schon... Nee, haben wir nicht gemacht. Okay. Dann setzen wir den mal sehr zentral. Und setzen erstmal das außen rum. Kann ich nicht anschließen, okay. Und einmal quer durch. Was, warum krieg ich denn da ein Bing-Ding? Da ist nichts zum Bing. Und da brauchen wir auch nochmal einen Anschluss. Wer weiß, was da noch alles gebaut wird. So. Zeit läuft? Nee, läuft nicht. Okay. Dann würde ich sagen, tun wir gleich mal hier die ersten Gebäude. So. Das soll alles fest natürlich bebaut werden. Wir wollen ja so viel Einwohner wie möglich haben. Das ist vielleicht hier nicht die beste Idee unbedingt hier so, aber... Ja, die Bereiche müssen wir nochmal machen. Aber dass schon mal die ersten einziehen können. Machen wir vielleicht hier daraus hier so eine kleine Einkaufsstraße, damit die hier vor Ort auch was haben. Und dann hier nochmal entlang. So, dann kann die Zeit schon mal wieder starten. Und wir machen währenddessen auf den anderen Seiten diese Straßensysteme auch rein. So, so müsste passen. So, so, eventuell, vielleicht ein bisschen kürzer, vielleicht ein bisschen länger. So. Ja, jetzt wachsen schon die ersten Gebäude aus dem Boden. Strom wird halt dann wieder so die Sache, wie wir sehen. Oh, Strom sollte ich vielleicht nicht dann noch gleich mit drum kümmern, ne? Da fällt es mir gerade ein, da in dem Moment, wo es zu spät war. Da bauen wir es mal ein bisschen anders. Da geht dann jetzt zum Beispiel hier so eine Straße runter. Es geht mir nur darum, dass sozusagen hier oben der Anschluss passt. Genau, weil es fehlt halt hier überall der Strom. An den können wir hier sicherlich irgendwo anschließen, ne? Also hier haben wir auf jeden Fall mal einen Anschluss. Die da unten müssen halt jetzt noch warten, weil das der schnellste Anschluss ist, den ich einfach machen kann. Und hier habe ich keinen Punkt wirklich, wo ich ansetzen kann. So, dann würde ich mal sagen, setzen wir hier auch direkt wieder die Gebäude in Kraft.
Macht das jetzt mit dem Pinsel? Ich glaube, das geht dezent schneller. Wenn man nichts übersieht, sollte das um einige schneller gehen. Perfekt. Hier haben wir alles abgedeckt, glaube ich. Ja. Da drüben kann sogar so eine Einspur gebaut werden. Nicht schlecht. Da drüben bauen die schon überall. Machen wir aus dem äußeren Distrikt hier. Also bis hierhin. Gewerbe in dem Fall. Dass die dafür hier auch genug haben. Weil sonst ist es halt dementsprechend auch scheiße. Und das auf der Seite auch nochmal. So. Schaut doch schon einigermaßen aus. Wie Abwasser. Oh! Abwasserklärung sollten wir vielleicht wieder mal ab. Oder fehlt der Strom? Warum fehlt denn da die Anbindung, Leute? Was ist denn das denn jetzt? Dann ist klar, dass die Abwasserproblematik aufkreuzt. So, Strom wieder da. Perfekt. Bedeutet, jetzt sollte das Problem auch, ja, einigermaßen der Vergangenheit angehören. Tun wir halt gleich eine neue Anlage hinsetzen. Und natürlich, wenn ich aufnehme, geht's los mit Snapchat. Ja, Snapchat ist es ja. Das ist so typisch, ne? So, wir haben das Wasserabklärung funktioniert wieder. Wie schaut es denn jetzt aus? Ah, ja genau, da war was. Wir müssen uns ja noch darum kümmern, dass in den Bereichen halt dementsprechend auch die... Ich würde hier das Krankenhaus hinsetzen, die Feuerwehr hierhin und La Polisa. Und andere Ende einfach. So. Jetzt ist natürlich das Problem, überall fehlt dementsprechend der Strom. Ich habe hier Gewerbegebiet ausgezeichnet. Nimm den Scheiß. So, wir tun jetzt ganz easy noch hier mal das abziehen, weil wenn die jetzt so viel Gewerbegebiet brauchen, dann tun wir doch ganz easy einfach den noch mehr Gewerbegebiet zuweisen. Und wie am besten, als mit dem Zeug, was hier direkt vorhanden ist, wo sie eh hinziehen sollten. Weil in der Zukunft hier noch mehr Industriegebrauch, sowieso hier Gewerbeleute einziehen sollten. So. Direkt eine Verbindung hinziehen. Weil das ist ja auch direkt gewachsen. Da, das wächst ja überall, aber sie wachsen nicht da, wo der Strom ist, Leute. Der Strom ist woanders. Eventuell sollte ich so machen, dass ich die hier aktuell verbinde. Weil es wäre schlauer gleich, wenn die aktiv geschaltet wären. So, das kann man ja später alles abreißen. Ist ja nicht so, als ob das jetzt... Ist ja im Grunde nur temporäre Scheiße. Oha, da bauen sie sogar schon. Und anschließend... Also rein theoretisch müsste doch, ja, jetzt wächst hier schon was wieder. Perfekt. Industrie wächst. Das Haus hat Spaß. Aber jetzt kommen auch schon die ersten Autos rein und ich glaube, das mit dem System hier ist ganz gut, weil somit wird eigentlich nicht viel interferiert. Denke ich, hoffe ich. Fährt hier unten eigentlich jedes Mal irgendjemand auf? Hey, Polizei, wo fährst du denn hin? Warte mal, die Polizei verfolge ich jetzt. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Fährt da geradeaus um den Kreisel rum? Warum fährt die Polizei von hier draußen nach da drin?
Da habe ich keine Ahnung, wie viele Polizeistationen stehen. Da steht eine große, dort steht eine, dort steht... Die haben sogar einen Helikopter. Kümmert euch um euren Scheiß da unten. Warum baut ihr da? Warum? Ich habe da keinen Strom hingelegt, Leute. Das funktioniert nicht. Auch wenn dort die Stromproduktion ist. Rein theoretisch hätte ich nie mal die Linie gebraucht, weil ich habe hier Strom. Aber so ganz doof. Warum baut man dort, wo keine Stromanbindung ist? Leute, ihr könnt doch auch klug sein, oder? Weißt was? Ich gönne euch die Dummheit. Ich schließe euch an. Ich brauche das Geld. So. Seid froh über den Strom. Und baut weiter. Ach hey, du willst mir jetzt sagen, das ganze Gewerbegebiet reicht nicht? Ihr wollt mich gerade verarschen, oder? Dann machen wir es ganz simpel. Wir reißen einfach das komplette Gebiet hier raus. Machen da doch nochmal ein ganz gemütliches Gewerbegebiet. Sollte doch ganz easy reichen, oder? Also hier haben wir noch Gewerbegebiet offen, hier haben wir Gewerbegebiet jetzt offen. Und rein theoretisch kann ich ja noch über so ein bisschen erweitern. Also da kann ja noch ein bisschen was hin. Die Länge kann ich ja hier zum Beispiel jetzt auch definieren. Die Fläche tun wir auch gleich definieren. Wir definieren einfach gleich alles als Gewerbegebiet, weil Gewerbegebiet... Ja, jetzt gerade nicht mehr, aber natürlich, wenn alle Gebäude gebaut sind, kann das eine große Anfrage noch werden. Aber warum bauen die denn... Achso, vielleicht sollte man auf dreifaches Speed gehen, dann sollte das auch schneller gehen, oder? Kommt, ich mag sehen, wie das Gebiet hier wächst. Parks, wir haben Parks vergessen, Leute. Scheiße. Wie sollen die sich denn am Leben erfreuen, wenn da keine Parks sind? Auch wenn es eigentlich nicht deren Aufgabe ist, sich zu freuen, aber hey, ein bisschen Lebensfreude ist doch immer gut. So. Ich setze ein Park mal hier hin. Geht dein Park rein? Ein Park hier hin. Ein Park kommt dahin. Und einer hier. So. Wie schaut das jetzt aus? Jetzt haben wir vier Parks, die übereinander lappen fast schon. Jetzt sind wir zum Kinderpark noch irgendwo. Rein theoretisch könnte ich da draußen ja noch einen großen Park mal hinsetzen, oder? Wie wär's denn mit so? Wir können hier ein Pier bauen. Wartet mal. Bin mir doch sicher, hier irgendwo geht der Pier hin. Was ist das? Eine Anglerinsel. Alter, Leute, die geht komplett über die Insel. Das ist doch viel zu übertrieben. Ah, die macht happy. Warum macht denn die so happy? Schwimmendes Café, das hört sich doch cool. Und da freut sich jeder drüber. Komm, ihr kriegt den schwimmendes Café noch hin. Eiskalt. So. Das müsste ja rein theoretisch direkt angeschlossen. Oder auch nicht angeschlossen sein. Ah, Menschheit. Nein. Was machst du denn? So. Anschluss da? Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Und wir tun mal bei den Sachen, wo ich denke, dass keine Ampeln gebraucht werden, bei den Dreier-Interaktionen zum Beispiel hier, einfach die Ampeln raus. Oh, jetzt ist aber schnell gewachsen. Ach, guck an. Wie schaut es parkmäßig aus? Ja. Kann wie immer besser sein, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. Wir setzen einfach noch einen Park in die Mitte. Und Parkfläche? Wie wär's mit so kleinen Mini-Parkflächen? Die erfreuen euch doch wahrscheinlich. Alter, wie diese so, boah, geil, Parkflächen. Nehmen wir mal gleich mehr. Ja, davon habe ich genug, Leute. Davon kann ich euch tonnenweise geben hier. Guck mal, ihr habt hier irgendwo so kleine Flächen frei. Ja, mach mal Parkfläche rein hier. Weißt du was, du kriegst ja auch noch eine Parkfläche hin.
Seid happy! Ich hab noch nie gesehen, dass Leute so happy sind wegen Parkflächen. Aber hey, jetzt haben sie genug Parkflächen, jetzt können sie alle happy sein. Hier zwei Parkflächen, brauche ich noch die ganzen Parkflächen dort. Ist ja der Wahnsinn. Vor allem die drei Parkflächen hier, die haben mir voll den Einschlag gemacht. Leck mich am Arsch. Aber Leute, wie es weitergeht mit unserem bezaubernden neuen Bezirk, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen hat. Ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!